Guten Tag, liebe Zielgruppe. Herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe, also zu einem weiteren Meilenstein. 30 Mal Song at Home. Ja, heute gibt's einen himmlischen Song, ein wunderschönes Lied. Es heißt Feels Like Heaven. Kommt von Fiction Factory und klingt meistens genau so. Heaven is closer now today. The sound is in my ear. I can believe the things you say. They echo what I fear. Twisting the bones until they snap. They scream but no one knows. You say I'm familiar, cold to touch. Then you turn and go. Like Heaven aus 1983 war das heute für euch zur 30. Ausgabe von Song at Home. Und wenn ihr nach der Absage dranbleibt, dann zeige ich euch noch ein bisschen, wie dieses Lied entstanden ist. Gleich für alle anderen. Gute Nacht und tschüss. So, wie eben schon erwähnt, wir machen jetzt sozusagen mal eine kleine Reise durch den Herstellungs- und Produktionsprozess. Wie entsteht so ein Ding eigentlich, wie passiert das? Weil mich haben dann so manche gefragt, ja, singst du das dann wirklich live ein? In der Regel schon, ja. Jetzt hier in diesem Falle gab es ein paar mehrere Durchläufe logischerweise, weil wir haben ja hier hinten noch einen Chor. Also, Basis von The Janze ist natürlich erstmal das Playback, das klingt so. Und da ist natürlich normalerweise, ich meine, jetzt ist da, weil es aufgenommen ist, normalerweise auch noch nichts dahinter. Man hört's.
sound is in my ear. I can believe the things you say. They echo what I fear. So, jetzt hätten wir das dann eingesungen, aufgenommen und wenn man dann die ganze Geschichte noch mit ein bisschen Hall versieht, ja, dann kann man sagen, hier, das ist Playback. Stimme dazu. Playback weg. The sound is in my ear. I can believe the things you say. They echo what I feel. Ja, ein bisschen Hall muss natürlich noch sein. Und dann haben wir ja hier dann noch diese wunderschönen Stellen, wo es einen kleinen Chor dahinter gibt, ne? Also ich spreche jetzt genau von der Stelle hier. Das heißt, da muss sich dann der Onkel Hendrik wieder ein paar Mal hinsetzen und sagen, okay, wir brauchen eine Chorstimme, die hört sich, wenn man sie ganz trocken mal anhört, relativ scheiße an eigentlich. Tears to pave the way. Also das wäre jetzt der eine Kanal, der andere Kanal dann noch mit dazu. Das wäre dann, Moment, wo sind wir? Wir sind hier, genau. Tears to pave the way. So, das ist erstmal ganz nett. Jetzt brauchen wir dazu natürlich noch das alles auch noch ein bisschen in den Hall gelegt. Welchen nehmen wir? Wir nehmen den hier. So, zack. Und dann klingt es schon ein bisschen besser. Ja. Und dann noch die Hauptstimme drüber. Tears to pave the way. I fought the fever as I knew. My hair returned to gray. Also an der Stelle drei Stimmen übereinander, zack, ist das Ding fertig. Und wenn wir dann die Musi wieder mit dazu nehmen. Too close for comfort now, we can recall the harmony. They lingered but turned so. Ja, also Feels Like Heaven ist definitiv eine Nummer, die mich ja von Anfang an begleitet. Ich glaube, auf einer meiner ersten selbst aufgenommenen Kassetten hatte ich schon draufgeschrieben. Also fragt nicht nach dem Englisch. Feels Like Heaven oder irgend sowas. Schöner Song, immer wieder gern und auf Anregung einer Zuschauer und Zuhörerin ist da heute zur 30. Ausgabe ins Programm gekommen. Ja, das also mal so ein kleiner Einblick, wie der ganze Schrumpf hier entsteht. Wenn ihr noch Fragen haben solltet oder auch sonst ansonsten irgendwas loswerden möchtet, die Adresse ist ja bekannt. Ich mache jetzt erstmal noch ein paar Zusatzaufnahmen, damit das morgen schick aussieht. Unter anderem wird hier drüben gleich noch das Set aufgebaut für die Video-Parts, die ich dann immer versuche, hier ein bisschen mit einzustreuen, damit jeder Song auch ganz einzigartig und individuell bebildert wird. Das mache ich jetzt noch und ihr seht dann das Ergebnis morgen. Also dann, also egal. Ich mache mal weiter. Bis dann. Tschüss.